Was geht ab, meine lieben Freunde? Dieses Jahr haben wahrscheinlich schon sehr viele Rapper ihre Alben angekündigt. So wie auch der alte Hase im Bunde, PA Sports, Freunde. Und zwar hat er einen neuen Track rausgehauen, Freunde, namens Warum Ich featuring Mo Phoenix, meine lieben Freunde. Und zwar soll dieses Videoclip, oder besser gesagt der Track, angekoppelt sein an seinem neuen Album namens Keine Tränen, das wahrscheinlich voraussichtlich im September erscheinen wird, Freunde. Bestellbar ist es. Es sieht so aus, als wären es zwei CDs, also eine richtig vollgepackte Packung, was ihr da bekommen könnt für knappe 50 bis 60 Euro. Wenn man sich so die Historie von PA Sports anguckt, hat er sich wirklich über Jahre wirklich sehr hoch gekämpft. Sein Label ist mittlerweile mit sehr vielen Künstlern bestückt, die wirklich auch sehr viele Leistungen bringen. Und zwar hat er sich von seinem Künstler Mosch 36 getrennt, meine lieben Freunde. Es ist jetzt kein Diss oder sonst was, sondern das ist einfach ein ganz normaler Austritt aus dem Label. Deshalb sind jetzt in Zukunft nur noch PA Sports selber als Künstler unter diesem Label, sowie auch Kianush und der Rapper Mo Phoenix, der auch mittlerweile ein wirklich sehr etablierter Rapper geworden ist. Ja. Gehen wir mal weiter über den Track ein, Freunde. Warum Ich ist wirklich ein sehr emotional geladener Track, wie gesagt. Und wenn man sich die Bewertung auf YouTube anguckt, 25.540 gefällt mir und 646 gefällt mir nicht. Also das ist im Schnitt, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Wir schauen uns mal am besten mal die Bewertungen, sprich die ganzen Kommentare an. Freunde, auch die sind ziemlich gut. Man weiß jetzt nicht, ob da wirklich jetzt ausgepickt wurde, die schlechten rausgenommen. Ich denke mal jetzt eher nicht. Wir schauen uns die mal an, Freunde. Beispielsweise fangen wir mit dem ersten an. Wer hofft auch, dass PA Sports endlich Gold geht? Ja, mein lieber Freund, das ist natürlich auf jeden Fall richtig krass. PA Sports in the game sollte auch mal Gold gehen. Das hat er sich auf jeden Fall über die Jahre sehr verdient. So, der nächste schreibt, so ein unterschätzter Rapper, unterschätztes Label, doch dabei das stärkste. Ja, auf jeden Fall. Deutscher Rap kann sich immer auf PA verlassen, danke. Mo Phoenix hat Xavier Naidoo, würde so ballern. Oh, der hat schon wieder geschrieben. Mo Phoenix featuring Xavier Naidoo würde so ballern, auch wenn es nicht meine Musikrichtung wäre. Das stimmt, das würde bestimmt ein richtig heftiges Kollabo geben. PA Sports wird dieses Jahr alles zerficken. Und das ohne Kai. Also Kai ist dieser Klickskäufer, der bei dieser Doku da sich geoutet hat. Endlich bist du back, PA haben lange drauf gewartet, bester Rapper. King, hol dir deinen verdienten Platz 1. Wer ist besser, PA oder Mero? PA like Mero einfach nichts tun. Die Musik beruhigt meine Nerven, doch zieht mich ins Verderben. Ich fühle die Line so hart, wie als wäre als Körperteil. Gänsehaut, traurig, dass man mit echter Musik heutzutage nicht weit kommt. Ich tauschte Zeit gegen eine goldene Uhr, Gänsehaut pur dieser Song. PA ist der wenige Sweeper, der auch diepe Tracks absolut genial rüberbringt. Bitte begrab die Seite nie. Gänsehaut ob Sekunde 1, was eine Atmosphäre. Edit Mo, seine Stimme, oh mein Gott, wie ein Engel. Ja. Also im Schnitt wirklich sehr gute Bewertung, Freunde, was man da bei diesem Track jetzt bekommt. Also wenn der jetzt nicht wirklich ausgepickt wurde, würde ich sagen, ist es eine sehr gute Bewertung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts Negatives in diesem Track gehört, also wirklich sehr heftig. Ist bis jetzt auch auf YouTube auf Platz 28 in den Trends, also auch hier ein sehr gutes Ergebnis, Freunde. Ja, das Album könnt ihr euch wie gesagt bestellen, ich kann es euch unten gerne verlinken, meine lieben Freunde. Und bis die Tage, meine lieben Freunde. Abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Like da und bis demnächst. Ciao.